Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE für ein Hessisches Gesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen, 1965/26 zu 1952/71. Hier ist der Berichterstatter, der Abg. Bauer. Der ist aber jetzt nicht im Raum, hat mir das auch gesagt. Würde mal irgendeiner bitte in Vertretung die Berichterstattung übernehmen? Kollege Bauer war das. Der ist jetzt nicht da. Übernimmt mal eine die Berichterstattung. Seid mal so lieb, übernimmt einer die Berichterstattung. Punkt 10, willst du es haben? Olga, willst du es haben? Punkt 10. Ich bitte aber zur Kenntnis zu nehmen, dass ich mit einem roten Ordner hier vorgehe, der dann für Klarheit sorgt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen eine Beschlussempfehlung und einen Bericht zur Kenntnis geben. Es handelt sich hier um eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses. Er stellt fest, dass der Innenausschuss dem Plenum empfiehlt, und dies mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP gegen die Stimmen von SPD und DIE LINKE, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung abzulehnen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Berichterstatter, lieber Kollege Bellino. Das war sehr lieb, dass Sie dies übernommen haben. Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch wenn wir diese Debatte mit ein wenig Humor eröffnet haben, geht es doch um eine sehr ernste Angelegenheit jetzt. Zu einer Demokratie gehört, dass alle Mitglieder der Gesellschaft einbezogen werden und alle Belange politisches Gehör finden, auch die von vollbetreuten Menschen. Die politische Entscheidungsfähigkeit von vollbetreuten Menschen ist nämlich nicht aufgehoben. Und Artikel 29 der Behindertenrechtskonvention garantiert die politischen Rechte behinderter Menschen, und dem muss nachgekommen werden. Meine Damen und Herren, in den vorherigen Debatten ist immer gesagt worden, wir würden auf den Wahltermin am 28. Oktober rekurrieren. Hier will ich das einmal ausdrücklich sagen. Ja, genau darum geht es uns, dass am 28. Oktober vollbetreute Menschen hier in Hessen wählen dürfen. Unser Gesetzentwurf ist in den Fachkreisen durchweg auf volle Zustimmung gestoßen. Durchweg auf volle Zustimmung gestoßen. Das sind die AGA, die VDK, Liga der Freien Wohlfahrtspflege, Landesverband Hessen der Angehörigen psychisch Kranker, Bundesverband der Berufsbetreuer und so weiter und so fort. Die einzigen Gegenargumente, nicht inhaltlicher, sondern formaler Natur, kamen vom Landeswahlleiter und aus der kommunalen Familie. Ich will die Ihnen nicht verschweigen, aber Sie müssen selber beurteilen, ob das treffende Gegenargumente sind. Der Vortrag war, wir wollen keine Situation schaffen, in denen wir den Ehrenamtlichen, die in den Wahlbezirken die Wahl durchführen, die Situation aufbürden, dass, wenn zeitgleich unterschiedliche Wahlen stattfinden, unterschiedliche Wahlberechtigungen da sind. Also, Leute, alle, die einmal Kommunalwahlen mitgemacht haben, wissen, dass wir bei Kommunalwahlen eine deutlich größere Differenz von Menschen haben, die kommunal wählen dürfen, aber nicht an der Landtagswahl teilnehmen dürfen, als das bei dem engen Kreis von vollbetreuten Menschen eine Rolle spielt. Das, meine Damen und Herren, war das einzige formale Gegenargument gegen unseren Gesetzentwurf. Offensichtlich hat die fachliche Beurteilung aller betroffenen Verbände bei Schwarz-Grün nicht ausgereicht, auch bei der FDP übrigens nicht,
zu verstehen, dass es unser Auftrag ist, dieses Problem hier heute zu lösen. Sie ziehen sich hinter dieses fachliche Argument zurück und werden hochwahrscheinlich gleich unseren Gesetzentwurf ablehnen. Meine Damen und Herren, das ist bedauerlich für die Betroffenen. Das ist eine gute Lehrstunde, wie hier Demokratie von der Mehrheit verstanden wird, für die Betroffenenverbände. Und es ist noch einmal ein deutliches Zeichen dafür, dass Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben, bei Bündnis 90, die Schwarzen, hier wirklich keinerlei Interessenvertretung hat. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat der Abg. Bauer, CDU-Fraktion. Bitte sehr. Danke schön, bitte. Herr Präsident, hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt schon gute Gründe, Herr Dr. Wilken, weshalb man Ihren Gesetzentwurf ablehnen muss und man ihm nicht zustimmen kann. Und die möchte ich Ihnen gerne erläutern. Denn Ihr Gesetzentwurf hat die ersatzlose Streichung des Wahlrechtsausschlusses von vollbetreuten Personen zum Inhalt. Und, meine Damen und Herren, Sie wissen alle selbst, das Wahlrecht ist in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie wir sie in unserem Land haben, eines der elementarsten Rechte. Es ist das wesentliche politische Teilhaberecht der Bürgerinnen und Bürger. Da sind wir uns einig. Gleichwohl sind aber Einschränkungen hinsichtlich der Allgemeinheit der Wahl möglich. Und sie bedürfen aber eines besonderen rechtfertigenden Grundes. Sie müssen objektiv angemessen sein, und dies ist im zur Diskussion stellenden Fall auch gegeben. So sind vom Wahlrecht die Personen ausgeschlossen, für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt ist. Ursache ist im Einzelfall eine psychische Erkrankung oder auch eine körperliche oder geistige oder seelische Behinderung. Bei der Bestellung einer Totalbetreuung handelt es sich schon nach dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz um eine Ausnahmeentscheidung, und dabei soll es auch bleiben, meine Damen und Herren. Das Wahlrecht als höchstpersönliches Recht des Einzelnen soll nur denen zustehen, die rechtlich in vollem Umfang selbstständig, handlungs- und entscheidungsfähig sind und die Fähigkeit zu einer bewussten Wahlentscheidung besitzen. Und das ergibt sich aus diversen Urteilen des Bundesverfassungsgerichts. Das ist nicht einfach so dahergesagt. Die Möglichkeit, eine reflektierte Wahlentscheidung zu treffen, ist aus Sicht der Karlsruher Richter für die Wahlbeteiligung unabdingbar, meine Damen und Herren. Und das Bundesinnenministerium hat darüber hinaus im Rahmen eines Wahlprüfungsverfahrens vor 4 Jahren festgestellt, dass aufgrund des Charakters der Wahl als höchstpersönliches Recht keine Unterstützung durch einen etwaigen Betreuer erfolgen könne. Und dem hat sich der Deutsche Bundestag auch mit Mehrheit angeschlossen. Der Hessische Städtetag hat im Rahmen der Anhörung ebenfalls darauf verwiesen, dass eine Wahlteilnahme vollbetreuter Personen über eine assistierende Person einer Stellvertreterwahl gleichkäme. Und diese ist verfassungswidrig, meine Damen und Herren. Es gibt also gute Gründe, die gegen Ihren Vorschlag sprechen. Und da muss man nicht emotional sagen, Schwarz-Grün regiert durch und lehnt es einfach in Bauschenbogen ab. Das ist völlig falsch, meine Damen und Herren. Der Städtetag sagt weiter, dadurch, dass keinerlei Regelungen zur Assistenz bei der Stimmabgabe vorhanden sind, ist nicht gewährleistet, dass tatsächlich die Wahlentscheidung der zu unterstützenden Person zum Ausdruck gebracht wird. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wiederum hatte eine Studie in Auftrag gegeben, die seit 2016 vorliegt. Und diese kommt zum Schluss, dass eine vollständige Aufhebung rechtlicher Beschränkungen weder verfassungsrechtlich noch völkerrechtlich geboten seien. Eine Aufhebung sei auch nicht zu empfehlen, da dies zur Folge hätte, dass aufgrund einer richterlichen Entscheidung entscheidungsunfähige Personen an einer Wahl teilnehmen könnten. Wie ich bereits sagte, meine Damen und Herren, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner bisherigen Entscheidung die bestehenden Regelungen zum Ausschluss des Wahlrechts bestätigt. Zuletzt hat es 2012 festgestellt, dass der Ausschluss einer Personengruppe unter bestimmten Bedingungen verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann. Und diese Bedingungen sehen wir hier gegeben, meine Damen und Herren. Vor dem zweiten Senat des Bundesverfassungsgerichts ist weiterhin ein Verfahren zu dieser speziellen Frage derzeit anhängig. Und wir sind alle gut beraten, diese höchstrichterliche Entscheidung noch abzuwarten. Und wir können auch abwarten,
ob die Berliner Koalition von CDU und SPD eine Regelung auf den Weg bringt, die wir dann zur Grundlage nehmen können, hier erneut über das Thema zu diskutieren. Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir das ablehnen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Bauer. Es spricht nun die Frau Kollegin Lisa Gnadl, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir als SPD-Fraktion werden dem Gesetzentwurf zustimmen. Wir haben das auch schon nach der Auswertung der Anhörung im Ausschuss getan. Denn einem Staatsbürger das Wahlrecht abzuerkennen, ist ein schwerwiegender Eingriff in die Bürgerrechte. Schließlich wird der Person damit die Möglichkeit aberkannt, an der demokratischen Willensbildung bei Wahlen und Abstimmungen teilzunehmen. Der Ausschluss vom Wahlrecht bedarf schwerwiegender Gründe. Aus unserer Sicht ist, und das hat auch die Anhörung gezeigt, das Kriterium der Vollbetreuung kein ausreichender Grund für eine Wahlrechtsaberkennung. Aus der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention erwächst für uns die Verpflichtung, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politischen Bildungsprozess sicherzustellen. Wir als Abgeordnete müssen uns auch fragen, ob wir den Wahlrechtsausschluss politisch rechtfertigen können und wollen und ob nicht die Zeit jetzt auch gekommen ist, eine Kursänderung einzuleiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aus Sicht der SPD-Fraktion ist die Zeit reif dafür, eine Änderung vorzunehmen. Das haben auch die Anhörungen und die Stellungnahmen der Praktikerinnen und Praktiker im Ausschuss bestätigt, die sich für die Abschaffung eines Wahlrechtsausschlusses ausgesprochen haben. Erstens. Ich will auf die Argumente eingehen. Jemand, der vollbetreut wird, das heißt nicht automatisch, dass er nicht auch zu einer rationalen Willensäußerung und Wahlentscheidung in der Lage wäre. Das gilt z.B. für die Gruppe der psychisch Kranken, die in ihrer Lebensführung Hilfe benötigen, aber sicherlich intellektuell nicht eingeschränkt sind, eine Willensbildung an einer Wahl teilzunehmen. Dies macht deutlich, wir schließen mit diesem Kriterium der Vollbetreuung Menschen aus, viele Menschen aus, die durchaus in der Lage sind, eine Wahlentscheidung treffen zu können, auch wenn sie in anderen Alltagsangelegenheiten Unterstützung benötigen. Außerdem wird ja gerne eingewandt, dass mit dem Wahlrecht für vollbetreute Menschen im Einzelfall das Risiko bestehen könnte, dass eine völlig entscheidungsunfähige Person an der Wahl teilnehmen könnte. Dieser Einwand ist sicherlich nicht vollends von der Hand zu weisen, aber man muss ihm zwei Dinge entgegenhalten. Erstens besteht unter der jetzigen Regelung nicht nur im Einzelfall, sondern regelmäßig das Risiko, dass man politisch voll entscheidungsfähigen Menschen das Wahlrecht vorenthält, nur weil sie den Status voll betreut besitzen. Das ist aus unserer Sicht das viel schwerwiegendere Risiko. Zweitens unterschlägt diese Argumentation, dass die jetzige Regelung gar nicht dazu geeignet ist, völlig entscheidungsunfähige Menschen von der Wahl auszuschließen. Man braucht sich ja nur die Zahl der steigenden Demenzerkrankungen auch anzuschauen, und die in vielen Fällen gar keiner Vollbetreuung unterstehen. Also, was sehen und lernen wir daraus? Auch die aktuelle Regelung führt zu schwerer Ungleichbehandlung, die logisch nicht zu rechtfertigen ist. Und es gibt, meine sehr verehrten Damen und Herren,
noch eine andere Ungleichbehandlung, die aus der stark unterschiedlichen Anordnung auch einer Vollbetreuung in den Bundesländern hervorgeht. In Bayern ist die Chance, wegen einer Vollbetreuung das Wahlrecht zu verlieren, rund 20-mal höher als in den norddeutschen Stadtstaaten. Auch das ist eine grobe Ungleichbehandlung dieser Menschen. Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen haben es uns vorgemacht und den Wahlrechtsentzug für vollbetreute Menschen aufgehoben. Warum Gleiches in Hessen nicht möglich sein soll, erschließt sich mir nicht. Hier scheint es aus unserer Sicht am politischen Willen zu fehlen. Und, Herr Bauer, ich kann Ihre Argumentation auch gar nicht nachvollziehen, weil wir haben auf Bundesebene im schwarz-roten Koalitionsvertrag eine Regelung drinstehen, die eben eine Wahlrechtsreform in der laufenden Legislaturperiode vorsieht und die den Ausschluss von vollbetreuten Menschen beenden soll. Und warum man als CDU auf Bundesebene etwas unterzeichnet, aber sich hier in Hessen dagegen sträubt, das kann ja ist mit keiner Logik zu erklären. Und meine sehr Frau Kollegin Nadel, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Auch bei den, ich bin gespannt auf die Argumentation der GRÜNEN, denn auch in dem Wahlprogramm der GRÜNEN auf Bundesebene steht eine entsprechende Forderung drin. Heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben Sie in Hessen die Möglichkeit dazu, dies zu verändern und dies umzusetzen. Ich finde, Hessen sollte hier nicht wieder den Anschluss verpassen. Andere Bundesländer haben es uns vorgemacht. Wir sollten das Gleiche in Hessen tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Gnadl. Das Wort hat der Kollege Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich teile im Ergebnis nicht die Schlussfolgerung von Frau Kollegin Gnadl. Trotzdem will ich mich bei ihr ausdrücklich bedanken für die Art insbesondere ihres Vortrags, weil sie es geschafft hat, in aller Ruhe und Übersichtlichkeit die Argumente vorzutragen, die man durchaus abwägen muss, die für die Initiative, über die wir zu beraten haben, sprechen. Es geht um einen schwerwiegenden Grundrechtseingriff. Das ist unstreitig. Die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung hatte das ja im Vorfeld der Bundestagswahl auch entsprechend thematisiert. 80.000 Menschen mit Behinderung waren von der Bundestagswahl ausgeschlossen. Das muss man sehr ernst nehmen, sich dann aber auch sehr genau mit der Frage beschäftigen, ist das, was gut gemeint ist, in der Sache auch wirklich machbar. Und da habe ich Zweifel, ob die Länder, die das geändert haben, das so richtig gemacht haben. Es geht um die Frage, ob Menschen wählen können oder vom Wahlrecht ausgeschlossen sind, für die, so heißt es im Gesetz, zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist. Also Menschen, bei denen festgestellt ist, dass über alle Bereiche des täglichen Lebens und der grundsätzlichen Entscheidungen ein Betreuer bestellt wird, weil nämlich diese Menschen quasi entscheidungsunfähig sind. Die Komplettbetreuung bedeutet genau das. Es geht eben um alle Bereiche. Es geht um alle Bereiche. Es fängt nicht eben, beschränkt sich eben nicht darauf, dass man nicht mehr seine Vermögensangelegenheiten vernünftig erledigen kann. Es geht um Gesundheitsfragen, es geht um Wohnungsfragen. Es geht bis hin zu der Frage der Unterbringung gegebenenfalls in geschlossenen Einrichtungen. Alle seine Angelegenheiten, alle seine Angelegenheiten. Das bedeutet übersetzt Entscheidungsunfähigkeit, um die es geht. Und wenn Entscheidungsunfähigkeit gegeben ist, dann kommen genau die Probleme auf, die der Kollege Bauer insbesondere auch schon einmal dargestellt hat und auf die auch der Hessentag, der Städtetag hingewiesen hat. Ich denke, man kann da nicht drüber weggehen. Es ist in der Tat so, dass wir dann, wenn wir das ermöglichen, mithilfe eines Betreuers, wir dem Thema einer Stellvertreterwahl überhaupt nicht aus dem Wege gehen können. Darauf läuft das hinaus. Und eine Stellvertreterwahl, abgesehen davon, dass die natürlich ein erhöhtes Manipulationsrisiko eröffnet, ist schlichtweg unzulässig. Das kennt unser Wahlrecht nicht. Und um das Wahlrecht geht es
Darum geht es letztlich um unser Wahlrecht. Ich habe das alles. Manchmal machen Anhörungen ja wirklich Sinn. Und hier haben wir sehr genau die unterschiedlichen Positionen gehört. Es geht letztlich um das Thema Stellvertreterwahl. Ich bin sehr dankbar. Die Lebenshilfe hat in ihrer Stellungnahme genau darauf hingewiesen, um zu unterstreichen, warum man diese Änderung haben will, die hier von LINKEN und SPD unterstützt wird. Es wird dort darum gebeten, dass man die Möglichkeit einer stellvertretenden Wahrnehmung der persönlichen Belange durch Verantwortung tragende Vertrauenspersonen auch im Bereich des Wahlrechts ermöglichen will. Das ist gut gemeint. Ich verstehe dieses Anliegen auch. Aber es ist schlichtweg verfassungsrechtlich nach meiner festen Überzeugung nicht hinnehmbar, weil wir genau zu der Stellvertreterwahl kämen. Die Stellvertreterwahl ist unzulässig nach unserem Recht. Meines Erachtens muss sie auch unzulässig bleiben. Deswegen sehe ich keinen praktikablen, irgendwo rechtlich vertretbaren Weg, um dem Anliegen nachzukommen. Deswegen müssen wir den Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat die Frau Kollegin Erfurth, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir werden im Ergebnis dem Gesetzentwurf der LINKEN ablehnen. Aber unsere Begründung unterscheidet sich in Strecken von denen der FDP und auch von denen der CDU. Weil wir es im Grunde, da stimme ich Ihnen zu, es hilft im Moment nichts, aber wir haben ja vielleicht einen Weg dahin, wie wir sozusagen irgendwann es schaffen oder in näherer Zukunft es schaffen, auch vollbetreuten Menschen die Möglichkeit zur Wahl zu geben. Weil nämlich wir dem Grunde nach hier auch Veränderungsbedarf sehen und dass es wichtig sein muss, im Ergebnis den auch vollbetreuten Menschen die Wahl zu ermöglichen. Aber wir brauchen dahin noch einen Weg, damit auch vollbetreute Menschen an dieses Wahlrecht ausüben können, so wie es sozusagen ihren Fähigkeiten entspricht. Und da sind wir noch nicht ganz so weit, dass wir diese Möglichkeiten eröffnen können. Und da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen arbeiten. Wir arbeiten hier in Hessen ganz praktisch an verschiedensten Ecken daran, indem wir nämlich auch die Homepages barrierefreier machen, um auch Menschen, die Leseschwierigkeiten haben, zu ermöglichen, politische Inhalte besser zu verstehen. Auch das finde ich einen Weg dahin, wie man Menschen auf dem Weg, Wahlentscheidungen und auch Teilhabe am politischen Leben zu ermöglichen, tatsächlich auch ermöglicht. Und da reicht es eben nicht, einfach zu sagen, wir schaffen den Wahlrechtsausschluss ab, sondern man muss auch ermöglichen, dass sozusagen die Teilhabe möglich wird. Und das finde ich ein wichtiges Anliegen, denn gesellschaftliche Teilhabe bedeutet auch die Teilhabe an gleichen Rechten und für uns auch im Endeffekt Teilhabe am Wahlverfahren. Und Herr Greilich, der Bundesverband der Berufsbetreuer hat ja in der Anhörung auch ein ganz anderes Bild gezeichnet von denen, die betreut werden. Dass es durchaus möglich ist, Menschen da mitzunehmen, von daher teile ich Ihre Einschätzung nicht, dass es sozusagen nie möglich sein wird. Und das, wir haben in Hessen ungefähr 7.000 Menschen, die vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Ich glaube, wir müssen dahin kommen, auch diese 7.000 Menschen an einem so wichtigen und elementaren Recht teilhaben zu lassen. Es gab aber in der Anhörung durchaus kein einheitliches Bild über den Zeitpunkt. Das ist der Punkt, der uns dann trennt, weil, und das wurde hier auch schon gesagt, es läuft derzeit ein Wahlprüfungsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Das macht aus meiner Sicht und aus Sicht der GRÜNEN-Fraktion überhaupt keinen Sinn, zum jetzigen Zeitpunkt, wo das Bundesverfassungsgericht sich gerade noch mit dieser Frage beschäftigt, jetzt eine Entscheidung zu treffen, um sozusagen dann wesentliche Dinge nicht zu berücksichtigen. Daher ist es aus unserer Sicht sinnig und verantwortungsbewusst zu sagen, wir warten das einmal ab. Und wenn wir dann im Lichte der Entscheidung wissen, wo die Reise hingeht, dann ist es sinnvoll, sich damit wieder zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, das ist für uns der Grund zu sagen, jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und außerdem, da hat ja auch die Kollegin Gnadl darauf hingewiesen, gibt es ja im schwarz-roten Koalitionsvertrag
einfach auf Bundesebene auch eine Vereinbarung, den Wahlrechtsausschluss abzuschaffen. Da bin ich sehr gespannt, wo sich die beiden Fraktionen im Bund hinbewegen. Und dann können wir, glaube ich, in einer sehr guten gemeinsamen Entscheidung auch daran arbeiten, hier in Hessen den Wahlrechtsausschluss abzuschaffen. Aber jetzt, das betone ich noch einmal, ist der Zeitpunkt nicht begonnen. Wir freuen uns auf eine weitere Debatte. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur Frage der Bundesverfassungsgerichtsbeschäftigung hat gerade Frau Kollegin Erfurth ein paar Bemerkungen gemacht, die ich ausdrücklich teile. Bei der Frage, wie die Bundesebene am Ende auf Basis eines Koalitionsvertrages von Sozialdemokraten und CDU dann eine Lösung für die Problematik hier findet, das werden wir sehen. Der Weg jedenfalls, mal, wie das gelöst wird, der ist auch in dem Koalitionsvertrag offen. Insofern will ich das hier zumindest nur kurz dargestellt haben. Eine ersatzlose Aufhebung der im Landtagswahlrecht und im Kommunalwahlrecht geregelten Wahlrechtsausschlüsse, wie sie hier im Gesetzentwurf vorgesehen ist, stellt keine durchdachte Lösung dar und würde dazu führen, dass auch Personen an der Wahl teilnehmen können, die aufgrund richterlicher Entscheidung als entscheidungsunfähig anzusehen sind. Zu diesem Ergebnis kommt auch die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auftrag gegebene interdisziplinäre Studie zum aktiven und passiven Wahlrecht von Menschen mit Behinderung. Bei der Studie handelt es sich um eine Untersuchung, in der sich 5 Professoren ausführlich ausschließlich mit der Frage der Voraussetzungen und Grenzen der in § 13 Nummer 2 und 3 Bundeswahlgesetz geregelten Wahlrechtsausschlüsse auseinandersetzen. Mithin genau mit dem hier in Frage stehenden für Landtagswahlen und Kommunalwahlen entsprechend geregelten Wahlrechtsausschluss für Menschen, für die zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige Anordnung bestellt ist. In der mündlichen Anhörung im Innenausschuss am 12. April wurde von verschiedenen Seiten gefordert, dass man zu der Frage des Wahlrechtsausschlusses Fachleute befragen müsse. Genau dies hat man ja bereits getan. Die Studie ist eine fachliche, fast 300 Seiten umfassende Expertise, die die Frage des Wahlrechtsausschlusses von Menschen mit Behinderung in völkerrechtlicher, verfassungsrechtlicher, sozialwissenschaftlicher, klinisch-psychologischer und rechtsvergleichender Hinsicht somit umfassend und interdisziplinär untersucht hat. Mehr Fachlichkeit geht aus meiner Sicht nicht. An dem Ergebnis der Studie, wonach eine vollständige Aufhebung des Wahlrechtsausschlusses weder verfassungsrechtlich noch völkerrechtlich geboten ist, sollte sich der Landesgesetzgeber orientieren. Und unter Berücksichtigung der verschiedenen Lösungsansätze, die die Studie aufzeigt, die geltenden Regelungen neu bewerten. Eine vernünftige, ausgewogene Lösung wird weniger im Wahlrecht vermutlich zu finden sein, als eher im Betreuungsrecht, eine Rechtsmaterie, die in die Zuständigkeit des Bundes fällt. Denkbar wäre es z.B. bei der richterlichen Anordnung der Betreuung, auch die Frage des Wahlrechts explizit mit zu berücksichtigen. Aber das ist, wie gesagt, eine Debatte, die am Ende auf der Bundesebene zu Ende zu führen ist. Und Frau Kollegin Erfurth hatte, wie gesagt, so freundlicherweise schon darauf hingewiesen, dass wir, glaube ich, klug beraten sind, wenn wir die Erwägungen des Bundesverfassungsgerichts in unsere Wahlrechtsüberlegungen mit einbeziehen. Dafür müssen die aber erst einmal urteilen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Innenminister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Hilfsgesetz zum Wahlrecht für vollbetreute Menschen seine Zustimmung gibt, bitte um das Handzeichen. Das ist die SPD-Fraktion DIE LINKE und die Frau Öztürk. Ja, auch dafür. Wer ist dagegen? Die CDU-Fraktion, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die FDP. Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.